Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 und auf meinem Kanal Saki Night Owl. Yay. Wir sind in Schönsichtingen und wir sind im Familienhaus Lothario, Anton Lothario. Das ist seine Schwester, die Laura, die gerade mit dem Nachbarn knutscht, sozusagen. Das ist nämlich genau hier da drüben von dem, dem Hause Doren. Ja, der Dominik Doren. Und, ich habe etwas vor mit den beiden. Und ja, sie sollen sich jetzt einfach ein bisschen näher auch kennenlernen. Ich glaube, so gut kannten sie sich noch nicht. Jetzt sind wir gerade auf 52. Wir können ein bisschen wertschätzen und umgarnen und noch ein bisschen eng umschlungen, küssen. Und ich lasse sie aber dann mal gerade abhängen, weil unsere Jüngste, nein, die Älteste, die Lieselotte, die hat gerade auch noch ein Date hier hinten. Aber ich bin nicht so begeistert von ihm. Albert Natalie heißt er. Und naja, gut. Was haben wir denn eigentlich? Sonntag. Das heißt Lilith und so weiter. So, wir müssen... Also sie muss auch nochmal auf die Toilette. Und dann gehen wir mal kurz was gucken, ob wir was zu essen finden. Oh, Bernd. Was macht er hier? Bernd, das könnte ein bisschen stinkig sein. Andrea, wo bist du? Du bist im Bett mit deinem Mann, Anton. Die beiden schlafen gerade. Wir haben noch nicht gesagt bekommen, dass wir schwanger sind. Das Zimmer wollte ich aber noch jetzt gerade ein bisschen umbauen. Denn das ist ja eigentlich das Zimmer von Lieselotte. Und als Kind passt es dann jetzt nicht mehr ganz so doll. Dann gehe ich jetzt gerade mal rein. So, ich wollte ein Elite-Zimmer. So ein bisschen versuchen zumindest. Ich weiß nicht, ob ich alles hinbekomme. Weil es ein sehr kleines Zimmerchen ist. Da werden wir ein bisschen umbauen. Oder ein bisschen umdenken müssen. So, was nehmen wir denn? Das da? Trotzdem, mit dem Blümchen? Ja, warum nicht? Habe ich jetzt noch... Achso, das können wir noch nehmen. Das finde ich allerdings trotzdem süß. Das kannst du ja behalten. Und, warte mal, ich mache mal das Zimmer schon zu. Habe ich das nicht sogar schon? Ja, das habe ich schon hier hängen. Dachte ich mir nämlich gerade, das habe ich auch schon hier hängen. Wir behalten den Schrank. Das ist ja eigentlich nicht so schlimm, finde ich. Und den würde ich fast jetzt auch behalten wollen. Das ist nochmal zusätzlich ja so ein Eigenkreation. Ich weiß gar nicht, ob wir das zusätzlich mit reinstellen können. Würde eigentlich sogar noch passen, ne? Ist ja nicht so schlimm, dass das so im Grunde da hängt. Lass ich doch mal. So, was habe ich denn noch? Ach, so ganz große Poster, die passen hier halt einfach nicht in das Zimmer rein. Und sowas kriegst du jetzt auch nicht. Was habe ich denn da? Ach so. Brücke von Bullauge. Was habe ich denn für... Guck mal, das machen wir mal so zwischen rein. So. Das finde ich... Ist ein bisschen, also das sieht so dreckig aus, das gefällt mir nicht. Das habe ich schon, aber ich gucke gerade nochmal vielleicht. Ich weiß noch nicht, ob ich die Sterne wirklich behalten möchte. Wartet mal, irgendwas mit trotzdem. Ja, ich nehme mal das, das ist ein bisschen weniger Sterne und dann war es das schon. Ist doch putzig. Behält einfach jetzt so ein paar Sachen von ihrer Kindheit. Das finde ich jetzt auch als junger Teenie, finde ich das auch noch süß. Ja. So, Aussehen ändern. Verändern? Ah. Wir gucken nämlich auch mal da natürlich, was da noch los ist. So, Laura. Ich muss mal gerade gucken. 57. Ich kann noch nicht hier hoch, um zu techteln, ne? Oh, ein Körperpunkt. Nee, ich kann noch nicht hoch. Warte mal, hierhin laufen. Ich gehe aber trotzdem mal hoch. Irgendwo ist ein... Ich denke mal, es war die hier. Ja. Da ist mir das da. So, Dominik. So.
Hätte irgendwie besser laufen können. Ja, das ist schon in Ordnung. So, Moment. Flirten, umgarnen. Eng umschlungen. Ich habe mich sehr, sehr gut bei unserem Ausflug amüsiert. Ich möchte dir etwas schenken, damit du dich immer an diesen Tag erinnerst. Einen FletchTech-Fernseher von Sado. Was ist das? Ach so. Hier, den Fernseher haben wir geschenkt bekommen. Meine Güte. So, ja, ich weiß noch nicht, ob ich ihr bei ihr, was ich denn. Oh, das fände ich jetzt irgendwie bei ihr auch ganz cool. Warum auch immer. Ne, wobei, ich mag ihre Haarfarbe. Und, da mag ich eigentlich wirklich, dass sie ihr die Haare zeigt, deswegen. Kurze Haare. Nö, oder? Was haben wir denn noch so? Die hier. Nee, oder doch? Das könnte die Schwester vielleicht mal haben, mal bekommen. Oh, oder die hier. Ich nehme mal wieder die hier. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. So, ein kleines bisschen Make-up, aber nicht zu viel. Würde ich jetzt mal so sagen. Weiß ich gar nicht, was für Farben ihr sie mag. Oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Nee, das ist auch, das ist zu viel. Warte mal, die ersten. Nee, das mag ich nicht. Bisschen so. Und dann diesen Teenie, die mag so ein bisschen knallig. Sie mag eigentlich ja Pink, ne? Aber das steht ihr vielleicht sogar besser, oder? Sie hat volle Lippen, muss ich sagen. Das sieht nämlich zum Beispiel ein bisschen zu dolle aus. Das geht eigentlich. Warte mal. Ich gehe mal ganz kurz auf lila, auf Pink. Nee, das sieht zu dolle aus. Das sieht auch zu toll aus. Sie hat eine ziemlich dicke Unterlippe gegenüber der Oberlippe. Na, dann nehmen wir das da. Süß bist du. So. Und irgendeine Hexe fliegt immer rum. Ich gucke nochmal nach den Outfits, was wir denn haben. Ich weiß nämlich noch gar nicht so richtig, was sie eigentlich anhat. Ah, okay, das Teil. Wir haben ja Herbst. Und ich habe nicht sehr viele Sachen. Sehr viele Sommersachen eigentlich. Okay, wir müssen mal einkaufen gehen demnächst. Weil wir haben gar keine Teile hier für die Teenies. Das sieht ein bisschen. Naja, ich weiß nicht. Naja, gut. Okay, komm, das lasse ich dir natürlich halt erstmal. Es geht jetzt gerade nicht anders. Verabschieden von Albert. Achso, der geht selber schon. Ja, tschüss, Albert. Und was zu essen wollte ich doch eigentlich. So, und ihr zwei? Ich komme immer noch nicht weiter mit euch beiden. Flirten, umgarnen, küssen, romantisch, küssen, nein, küssen, rumschmusen. Und dann würde ich jetzt gerade mal wirklich versuchen zu entspannen und mal gucken. So, Lilith macht alles weiter hier oben. Ich weiß gar nicht, was sie eigentlich alles macht hier. Körperpunkt ein nach dem anderen. So, du gehst mal erstmal hier ins Bad. Und dann gehst du immer schlafen. Es ist 2 Uhr nachts. So. Und unsere. Fast die andere Frisur gefällt mir fast doch besser. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. So, du spülst hier mal ab. Dann machst du das eigentlich erstmal weg. Die zwei verlassen hier das Bad, hoffe ich mal. Ja, Dominik kommt mit. Kann ich dann sagen. Bitten mitzumachen. So, Anton. Okay, dann darf Anton mal aufstehen und ja, zu blöderweise, aber egal. Und Andrea steht auch auf. Sie geht mal erst mal in das Bad und wird dann auch noch mal essen gehen. So, du. Achso, du gehst erst mal runter und dann gehst du hier oben schlafen. So, Laura. Wo ist denn Dominik jetzt hin?
Dominik! Nein! Ist er jetzt weg? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Sauberkeitspunkt für Lilith. Die ist immer noch irgendwo unterwegs. Ach, das kann doch jetzt nicht sein. Oh nö, Leute. Sauberkeitspunkt, die lernt auch ganz schnell. Jetzt ist er weg, fürchte ich. Jetzt ist er weg. So, das Teil ist ja ganz nett, aber es passt einfach nicht hier rein. Wir haben hier schon den Fernseher an der Wand irgendwie. Der ist auch ganz toll. Wir verkaufen den. Danke aber für das Geschenk. Und jetzt ist er echt weg. Wie blöd ist das denn jetzt? Na, dann geh dann mal hier rein. Jetzt kann ich ihn nämlich nicht mehr einladen, oder? Oder ich versuche nochmal ihn anzurufen und ein Date zu machen. So, ihr zwei seid endlich im Bett gelandet. Andrea, du gehst auch... Ups, das wollte ich nicht. Du gehst auch nochmal runter und gehst was essen. Irgendwann muss doch mal uns angezeigt werden, dass wir schwanger sind. Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Lieselotte erhält ein Stipendium. Wer ist das? Bernd. Bernd. Ey, Bernd. Wo ist denn Anton hin? Entspannt hier oben. Kann ich den? Nee, kann ich nicht. Jetzt rennt er davon. So, Laura. Ich weiß zwar nicht, ob es früh morgens um 4 in Ordnung ist, wenn... Wenn ich ihn nochmal einlade jetzt gerade. So. Ich bin gespannt. Hagelt es? Ja. Ruf mich bitte nicht mitten in der Nacht an. Oh. Okay, Leute. Ich weiß auch nicht. Was ist das? Mit Dominik rumgeschmust. Mit Jessica rumgeschmust. Von Gina beim Betrügen erwischt worden. Traumhaftes Date. Wie geht's mir eigentlich mit Gina? Naja, gut, das ist noch alles vorhanden. Bei ihm aber nicht, ne? Gut, müssen wir warten bis um 7 Uhr morgens. Dann können wir ihn anrufen. Dummerweise bin ich ja drüben eigentlich auch gerade noch im Date, also in dem Haus. Habe ich ja den Part quasi beendet. So, was machen wir? Du gehst mal hier noch ein bisschen lernen. Und zwar... Yay, jetzt sind wir schwanger. Und zwar kochen. Juhu, Andrea ist schwanger. Zum dritten Mal. Jo. Spaß. Achso, was? Was war das? Trainieren? Sie guckt Fernsehen. War das eine tolle Party gewesen? Anscheinend. So, meine Güte. Laura, was mache ich jetzt gerade mit dir? Achso, du machst hier oben irgendwas. 5.35 Uhr, weißt du was? Du kommst mal hier runter und kochst uns mal ein Frühstück, nämlich Omelettes. Während ich nochmal ganz kurz schaue, wie es den Kids geht. Achso, warte, ich könnte mich... Nee. Oh. Bei ihr habe ich noch einen Punkt, den will ich bei mir aufheben mal wieder. Sie hat nichts und ihr beiden auch nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die Karrierebelohnung schon draus geholt habe. Ich weiß es nicht. Laura! Laura! So, was muss ich denn mit dir? Oder wissen wir schon, was du... Ah, Zauberkünstlerin. Ach, wie süß. Unterhaltungskarriere. Das freut mich, das habe ich nicht so oft. Das ist aber jetzt meine zweite, die es machen möchte. Finde ich süß. Finde ich wirklich, wirklich süß. Was hast du für ein Hobby? Sport war das, ach ja.
Das Dumme ist, ich kann auf diesem kleinen Grundstück weder einen Fußball noch einen Basketball aufstellen. Körperliche Betätigung. Ach so, warte mal. Steh mal auf, ich möchte mal was gucken gerade. Oh, ihr Zimmerchen finde ich aber auch wirklich ganz goldig für sie. Ach, das ist ja goldig, was du da anhast. Das ist ja echt süß. Wartet mal. Das möchte ich mir gerade mal. Ups. Mach mal posieren. Und zwar Friedenszeichen. Und danach würde ich eigentlich. Springseil müsste doch auch sportliche. Ach, ist sie nicht goldig? Also, ich finde sie voll putzig. Und auch jetzt so mit dem Schlafanzug. Ach Mann, ich will doch gar nicht. Ich will ein bisschen weiter runter. Runter. Ach Gott, wie süß sie ist. Oder? Sie ist ja goldig. Also ich weiß auch nicht warum, aber ich mag die Familie. Anton ist ja eigentlich nur adoptiert. Das, was sie jetzt so gerade anhat, ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Was habe ich jetzt gesagt? Ach so. Springseilen kannst du hier nicht. Ja, dann machen wir doch mal anders. Geh mal runter. Ah, geh erstmal was essen. Und dann gehst du mal raus, vielleicht. Oder ich weiß nicht, vielleicht irgendwo hier. 7 Uhr morgens. So, dann probieren wir es nochmal mit dem Date. Laura muss ja fertig sein. Dann komm mal rüber. Wir haben gerade zwar bei dir drüben auch schon ein Date, aber es ist ja wurscht jetzt. Nach Hause, sorry. Sehr schön. So. Oh, du stehst mir auch mal auf und gehst auch noch mal kurz was essen. Und du kannst mir gerade mal das hier wegmachen. Oh. Und Andrea, sei mal so lieb. Tonne aufheben und aufräumen. So. Hallo, einmal ein Plaudern und Küssen. Mit mir unterhalten. Okay, warte mal. Unterhalten, schmutziger Witz. So, 68. Bald muss es soweit sein, dass wir techteln können. Das wollte ich doch noch schaffen, Mensch, Leute. Oh nein, irgendwas hat es jetzt geplaudert, was er nicht mag. Einen Witz erzählen. Bisschen wir jetzt runtergerutscht? Nee. Liebe, yay! So, dann gehen wir mal hoch. Also, entspannen. 8:28 Uhr, ich muss mich natürlich beeilen. So, Lilith, geh mal zur Schule. Andrea. Andrea, du holst dir nochmal was zu essen hier. Einmal essen. So, ich kann ihm vielleicht schon mal direkt sagen. Ach nee. Mehr. Mehr. Bitten mitzumachen. Dann kommt er vielleicht schon mal mit hoch. Musst du heute arbeiten? Ach nee, wir haben 4 Tage frei. Für sein Ziel ist es natürlich doof, 4 Tage frei zu haben. Wie können wir denn jetzt irgendwie noch Geld verdienen mit ihm? Ach, er könnte eigentlich malen oder so, ne? Warte mal, dann benutzen. Oh, reinigen. So, ich guck mal. Eieiei. So. Und ein Baby machen. Das ist das, was ihr wolltet, auch wenn es jetzt mit dem falschen Typen ist. Oder mit dem anderen Typen ist. Upsa. So. Wir sind gespannt. Noch ist er nicht verheiratet, unser Dominik. Und ich lausche.
Oh Gott, sie ist tatsächlich schwanger von Dominik geworden. Oh mein Gott. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und sie muss natürlich noch weitermachen. Das ist ganz klar. Das ist ganz, ganz klar. Und ich lasse sie aber jetzt gerade noch mal kurz schlafen. Wir müssen natürlich anderweitig irgendwie gucken. So, du, keine Ahnung. Guck mal, das kannst du noch mal weglegen. Und dann kannst du mir hier auf die Toilette und nimmst ein Sprudelbad. Und wobei Anton geht auch gerade baden. So, wir haben 10:18 Uhr. Das heißt, wir sind schon viel zu spät dran. Ich sage gern Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann in der nächsten Runde wieder. Dann geht's zum Hause Detlef Braun, nämlich zur Britney mit ihren Hunden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Neidau. Ciao, ciao.